Hinweis: Dieses Spiel ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Ich mach mal eine Lobby auf. So, und dann schauen wir einfach mal, was dabei rumkommt. Sodale. Und ja, wer will, der kann nachjoinen. Ging schnell. Und dann können wir hier mit Freunden, Ina. Ja, ja, ich weiß. Ich brauche manchmal länger. Ist schon spät. So. Und hungrig ist ja auch noch. Ja, und hungrig bin ich auch noch. Dafür war ich gerade eigentlich echt nett. So, Beweise dich haben wir hier in der Auswahl. Richtig gut. Ich weiß gar nicht, kam hier schon der Schatten? Nö, tatsächlich nicht. Welches Level haben wir? Jetzt haben wir Level 10, okay. So, der Entitus kommt. Ich sehe das gar nicht wegen deiner Facecam. Was für ein Level du hast. Ach so, stimmt, ist so leicht abgeschnitten. Ich muss es vielleicht nochmal ein bisschen weiter runtersetzen das nächste Mal. Glaube ich, ja. Obwohl, warte, kann ich vielleicht auch jetzt gerade machen? Moment, ich tapp mal kurz raus. So, jetzt ist es hier gerade ein bisschen leise, aber ich will ja auch, dass ihr das sehen könnt. So, wo ist denn die Webcam hin? Warum machst du dich nicht transparent, Ina, eigentlich? Das wäre, also nicht transparent, aber halt... Weiß ich nicht, ich mag das so ganz gerne eigentlich. Bin da jetzt... Präferiere da jetzt eigentlich nichts wirklich, aber das war mit am schnellsten so. Moment, runter oder hoch? Das ist Seite. So, dann machen wir das wieder nach da. Und das ist runter. Nee, das ist hoch. So, dann ziehen wir das mal noch ein Stück runter. So. Ich habe extra gewartet. So. Schließen. So. Schick. So. Toll. So. Hübsch. Sieht man jetzt das Level besser? Ja, viel besser. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Man sieht auch, welchen Charakter du spielst. Voll gut. Ja, ne? Jetzt passt es genau dazwischen. Ja. Hast du gut gemacht, Ina. Applaus, warte. Ich applaudiere mir selbst. Klingt das nicht so einsam? ich habe extra gewartet. Ja, habe ich schon gesehen. Ich habe gesehen, dass ich eine Einladung drin hatte. Deswegen dachte ich, Mensch, ich muss mich daran erinnern. Laurin, Tobia, vielen lieben Dank für deinen Follow. In der Facecam. Was siehst du in der Facecam? Was mache ich denn schon wieder? Oh, ich sitze auch irgendwie so voll schräg. Ja, wie du hast. Achso, stimmt. Manchmal vergesse ich irgendwie voll, dass ich Facecam anhabe, so, dass man auch sieht, was ich tue. Okay, kommt es mal gar nicht, alles klar. Steht da Huhu oder Buhu? Ich kann es nicht richtig lesen irgendwie. Huhu, glaube ich. Ja, ne? Glaube ich. Warte. So, vor allem, wir haben gerade so viele Punkte. Ich muss auch voll nah zu meinem Fernseher. Hui. Hui. Wow, naja gut, wir nehmen natürlich den Perk mit. Und ich mit meiner Prestige 3 Level Mac. Ja. Love gut. Ich nenne dich einfach Love gut, weil das davor kann ich irgendwie nicht vorstellen. Ja, naja, wir haben halt hier die Anfänger-Mac. Unser Projekt. Hätte ich eigentlich auch wieder in den Titel schreiben können, unser Projekt. Was wolltest du sagen, Flo? Wie viele Charaktere hast du denn gelevelt eigentlich? Hier bei den Überlebenden tatsächlich, jetzt habe ich alle gelevelt, so, aber ja, ich habe es gerade mal aufgezeigt. Alle auf Level 50 oder wie? Nee, 50 habe ich tatsächlich nur Jake, Claudette, Bill, Nia, Laurie. Ja, ich sehe es gerade, ja. Und Fengwin. Feng. Ja. Alle anderen hapeln noch so ein bisschen, aber bei den Killern habe ich alle auf 50. So, ich drücke jetzt hier mal bereit. Okay, ja. Ich habe erst die Killer gemacht. Ja, ich will nämlich... Ich habe alle Überlebende Spiele. Wo kam denn jetzt die Einladung her? Muss ich gleich nochmal gucken. Anfänger-Mac neben Full-Leveled-Mac. Sehr gut. Das kann witzig werden. Ja, ich bin gespannt, wie es läuft. So, wenigstens gleich eine Lobby. Sehr gut. Und die Ina ist gerade rausgeflogen. Ja, dieses Mal, weil sonst meckern schon wieder alle. Ja, ja, ich bin gerade bestimmt auch rausgeflogen wegen meiner krassen Hex. Ach nee, Bei dir steht übrigens noch immer Dauerwerbesendung. Hast du uns schon wieder ein Merch von mir an? Ja, ich habe tatsächlich Merch von mir an. Das ist so ein Shirt, wo sieht man das? Wo mein Herz drauf ist. Seht ihr das? Das sitzt genau an der Stelle vom Herz. So. Deswegen steht da Dauerwerbesendung. Ich habe das im Shop gesehen.
Ja, ich drücke mal gleich wieder bereit. Ja. Ich muss mich irgendwie nochmal ausstatten. Ich habe jetzt irgendwie gar nicht drauf geguckt, was ich ausgestattet habe. Ach ja. Wie du dein PlayStation-Mikrofon angemacht hast da. Ja, ich habe das hier so angepinnt, damit es halt so... Es hängt halt da rum, weil ich habe ja den... Ich höre ja dich über die Kopfhörer. Ich brauche ja das Ding nicht. Ich brauche nur das Mikrofon vom Headset. Deswegen klebt das da so rum. Einfach nur so angepinnt. Oh wow. Ich gerade wurde noch was geschrieben, aber ich habe es gar nicht gesehen. Verdammt. Ich sitze immer noch so schräg irgendwie. Ich glaube, ich muss das nochmal irgendwie... Muss ich die Kamera nochmal verschieben, weil wenn ich so sitze, sehe ich kaum was. Das ist das Mikrofon hier komplett so mein Blickfeld zum Monitor. Ich sehe irgendwie gar nichts. Ich habe leider auch gerade nicht lesen können, was geschrieben wurde. Sorry. Oh. Vielleicht einfach nochmal in den Chat schreiben. So, ach fuck. Jetzt habe ich irgendeine Kiste bei, keine Ahnung. Ich habe jetzt gar nicht wegen der Ausstattung geguckt. Gut, das wird spannend. Ich habe auch gerade gesehen, irgendjemand hatte Twitch hinten in seinem Namen stehen. Du musst doch nicht Werbung einblenden, weil du deinen Merch trägst. Ich gehe da lieber auf Nummer sicher, ganz ehrlich, weil ich mir denke, als hier bei, wie hieß er, Flying Uwe oder so, hier mit der Schleichwerbung, weil er irgendwie seine Produkte im Hintergrund stehen hatte, denke ich mir, Alter, ich knall da jetzt Dauerwerbesendung hin, ihr wisst denn warum und dann ist gut. Ich habe keine ja, Lust, dass mir da irgendjemand ans Bein pinkelt wegen so einem, sowas Lächerliches, wo eigentlich jeder wissen müsste, Mensch, der eigene Merch ist halt... Der eigene Merch. Also, die Werbung müsste einem eigentlich bewusst sein, aber ja, wir schreiben das jetzt einfach hin und dann ist gut und alles wird gut. Ihr wisst, was damit gemeint ist. Die sind ja auch auf Instagram, die diesen 500.000 Euro Tee verkaufen und anpreisen. Das ist so lächerlich. Habe ich doch gar nicht mitgekriegt. Ja. Die haben so einen krassen, ja, weil du kein Instagram hast. Doch, auch mal Zeit. Doch, ich habe mittlerweile Instagram. Ich habe es mir eingerichtet für meinen Zweitkanal, weil ich da jetzt ja auch viel wegen der Renovierungsgeschichte Videos hochladen will und so. Die muss ich nur alle noch schneiden. Kann ich dir da folgen? Ja, klar. Ich habe es aber bis jetzt noch nirgends. Irgendwo habe ich den, in den Kommentaren habe ich es irgendwo drunter geschrieben, wie der heißt. Der heißt, mein Instagram-Dingens heißt so, wie mein Zweitkanal jetzt heißt. So. So heißt das. Ina Dorf Vlogs, nee, das habe ich umbenannt. Weil Vlogs lade ich da irgendwie eh nicht hoch oder lade ich die meistens eh hier auf dem Kanal hoch. Deswegen habe ich den umbenannt und jetzt ist das halt alles eher so ins Design gehende. Ah ja, okay, ich verstehe. Ja. So, schauen wir mal hier nach. Ich bin rausgeflogen, schreibt, ja. Oh ja, ich sehe es, oh wow. Nicht gut. Das ist ja ätzend. Sehe ich auch gerade. Deswegen hat es wahrscheinlich auch so lange geladen gerade eben. Ja, den habe ich, ich beantworte ja und ja. Und Ibens Hackfleisch, ich habe den auch auf 18 gestellt, weil das Spiel einfach mal ab 18 ist. Das ist so der Hauptbeweggrund. Sudale. Und GTA ist genauso ab 18, von daher ist dieser Stream ab 18. Wow. Wenn ich dabei bin, ist sowieso ab 18. Wie bitte? Wenn ich dabei bin, ist sowieso alles ab 18. Ja, wirklich. Wegen diesem Wort, wo ich dann von der GTA-Lobby einfach rausgeschmissen wurde. Danke. Ich habe mich gerade so unkonzentriert, dass ich ja, ich lenk dich zu viel ab. Ja, wirklich, tatsächlich. Nee, ist ja schon okay so. Aber ich habe dir gerade so zugehört, nachgedacht und in dem Moment nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und ich habe Hunger und es ist spät. Naja, viele vergessen es. Ja, das stimmt. Ich schau mal auf dein... Vor allem, ich möchte auch alles sagen dürfen, was ich sagen will, ohne darauf zu achten, ob mir jetzt jemand zuschaut, der noch minderjährig ist, so. Da habe ich halt nicht so Bock drauf. So geht's mir genauso, Ina. Aber ich sag das auch immer in Real Life, so manchmal, wenn ich abgefuckt bin. Naja, weil der Punkt ist ja einfach nur mal, ich bin ja erwachsen. Ich mache zwar auch Content, wie jetzt zum Beispiel bei den Sims oder so, ja. Wo es halt auch jüngere Zuschauer anspricht. Unter 18, mhm. So, und das... Wow, Alter, dein Ernst. Was für ein Camper ist das denn bitte? Ha, ich hab schon wieder richtig gute Laune hier. So. Welchen Killer habt ihr denn überhaupt? Ich hab's noch gar nicht mitbekommen. Ja, hab ich tatsächlich. Achso, der Geist. Ja, haben wir jetzt mitbekommen. Wow. War knapp. Ich musste tatsächlich gucken letztens, ob ich den Streamer mit 18 eingestellt habe, weil ich mir da gar nicht mehr so sicher war. Aber habe ich noch vom letzten Mal. Aber manchmal, wenn ich Sims streame oder so, dann schalte ich es natürlich weg, weil dann spielen wir Sims so, dann können da ja auch gerne jüngere Zuschauer zuschauen.
Aber ich habe dann immer Angst, ich vergesse das wieder. Weil mir das wichtig ist. So. Also ich habe deinen Kanal gerade gefunden, weil ich habe unter deinen Kanälen einfach nachgeschaut auf YouTube. Ich bin schlau. Ach, das heißt aber gar nicht stehen, oder? Doch, du hast ja deinen Kanal vorgeschlagen. Oh Gott, ich kann es nicht auf Englisch. MHC. Ach Beauty so. Das habe ich tatsächlich. Oh, Geist. Ciao. Hau mal ab. Ich will dich nicht sehen. Ne, der kam da ja auf einmal gerade. Alter, was ist er denn für einer? Lass mich in Ruhe. Ich höre seine Schritte hinter mir, ey. Wow, Alter, wie schnell slidet der denn ran? Ist ja krass. Bist du ein Zombies? Hallo. Schön, dass du da bist. Yeah. Hallo, auch von mir. Ich sehe den Chat leider nicht. Und er bringt mich wieder an den Haken. Ich glaube, die Runde hier wird einfach richtig kacke. Um es mal so auszudrücken. Wir müssen gleich eine Runde paddeln. Paddel, paddel. Immerhin machen die anderen beiden was. Das ist ja schon mal was. Es könnte schlimmer sein. So, das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Aber ich brauche die andere Hand, ne? Aber ich glaube... Ja, es ist die Tastatur, sorry. Deswegen ist das deflästig, wenn man da campt, bist du dort. Wie bitte? Das machen wir mit der X-Taste. Deflästig, machen wir das mit der X-Taste, so campen. Ach so, ja, okay. Macht Sinn. Hätte ich auch so belegt. kannst ja einen Moderator suchen, der sowas für dich übernimmt, beziehungsweise in den Sinn legt und aufpasst. Ja, das Problem ist, ich streame sehr unregelmäßig und ich habe jetzt wieder seit Monaten nicht gestreamt gehabt und das macht dann, also machte bis jetzt nicht so viel Sinn. Wenn ich jetzt wieder so reinkomme und wieder regelmäßiger streame, macht es vielleicht mehr Sinn. So, da sind wir auch schon tot. Meine Gott. Schön, dass wir mal dabei gewesen sind. Ja, ist irgendwie blöd, dass du rausgeflogen bist vorhin, ne? Das war ärgerlich. Wahrscheinlich hat er auch irgendwelche Schimpfwörter gesagt, so wie ich. Daran wird's gelegen haben. So. So, ich hab dich, Ina. Ich folge dir auf Instagram. Yeah. Cool. Ich hab dich. Ich bin gut im Stalken. Ich bin voll der Michael Myers. Bist du jetzt eigentlich der Erste? Ich habe jetzt schon lange nicht mehr geguckt. Weil ich hab's halt, wie gesagt, eigentlich noch überhaupt gar nicht so bekannt gemacht. So, nächste Runde. Ich mach wieder auf. Ja, die Runde war nur so schnell vorbei, weil du nicht dabei warst. So ist es nämlich. Wahrscheinlich. Oder also er, ja. Nicht ich, sondern er, ja, ja. Ja. So, was habe ich denn jetzt eigentlich drin? Schnell und leise. Ich mach mal Beweise dich mit rein. Finde ich an sich besser. Da mach ich mal gar nichts rein. Was brauchen wir denn hier eigentlich noch von den Tagesaufgaben? Ach, wir müssen noch Leute heilen. Na, das ist ja auch mal nicht schlecht. Dann machen wir mal selbstlos rein. Okay, bereit sind wir schon. Yay! So, aber hoffentlich klappt das diesmal. Ne? Und vielleicht auch ohne Hate. Vielleicht hasst uns jetzt der Killer oder so. Mal gucken. Manche Leute sind auch immer irgendwie komisch, ne? Verstehe sowas. Ja, es gibt eigentlich immer jemanden, der dich hasst. Das ist so. Ja, aber ich verstehe halt Leute nicht so, die, wie halt unser 1&1 Kundenservice, die sind so, bäh, das war eine blöde Runde, weil ich war am Haken, immer wieder. Ja, ich so, glaube, Scheiße. Der ist unter 18, könnte ich mir vorstellen. Tatsächlich war ja auch so bei der Folge, von der wir vorhin gesprochen haben, die ich hochgeladen habe, weil mit, wo die Hacker-Skills vermutet wurden. Ah ja. Okay. Partnerfragen. Juhu. Da habe ich dann auch gedacht, Mensch, da habe ich auch im Stream gesagt, Mensch, entweder ist die Person 12 so oder sie hatte einen schlechten Tag. Und dann habe ich am Ende tatsächlich ja, auf das Steam-Profil von der Person geschaut und festgestellt, dass diese Person, glaube ich, 25 oder so war. Und dachte mir so, echt? Wow, okay. Ja, ich habe auch noch mehr über das Profil so rausgefunden, aber ich finde, das gehört jetzt einfach nicht her so. Aber trotzdem, ja, das war eine Person, die 25 war. Und ich dachte so, wow, hätte ich nicht gedacht. Es war anscheinend doch der schlechte Tag. Und ja, wie gesagt, kann ja jeder mal irgendwie haben. Aber halt die Hintergrundgeschichte so, das dachte ich so, Mensch, als Person, wie du sie bist, würde ich das nicht tun.
so dann einfach mal irgendwelche Sachen in den Chat schreiben, nachdem ich meine ungünstige Runde hatte. Aber ja, da war der schlechte Tag anscheinend sehr schlecht. Aber ich meine, Ina, du gehst ja auch nicht zu Leuten hin auf der Straße und sagst, ey, bla bla bla, du Penner oder weiß ich nicht was. Ich meine, das tust du ja auch nicht, also. Im Internet sollte man sich... Jetzt weiß ich schon wieder nicht. Ah, doch. Nee, doch, jetzt. Laughing Dystopia schreibt gerade, der 1 und 1 war übrigens im Match danach super nett, weil der Killer ihn nie bekam. Oh, Freddy. Wahrscheinlich. Okay, da läuft die Nia. Wow, er hat sie. Blöd. Aber er hebt sie auch gleich hoch, dann machen wir ruhig mal weiter. Oh, fuck, Alter, ich krieg die Skillshakes heute einfach nicht geschissen. Hä? Ach so, da schwebt sie rum. Ich verschwinde hier mal. Oh, falsche Richtung, in die ich verschwinden will. Wow, jetzt hocken wir hier beide. Er findet uns 100 pro sofort. Wow, war ja klar. Oh. Aber immerhin bin ich in seiner Nähe geblieben. Ich hau jetzt mal in die andere Richtung ab. Oh, wow. So groß die andere Richtung bin ich hier gerade gar nicht. Ah, Hilfe, er ist hinter mir. Ich dachte, er ist noch hinter der anderen Mac. Blöd. Ah. Ina, weißt du, was mir jetzt fehlt? Popcorn. Das wäre jetzt richtig gut. Oder Nachos. Weißt du, was mir gerade fehlt? Eine Palette. Ah. Und da kommt gerade einfach keine. Shit. Ah. Ui. Zu spät. Nicht gut. Ach ja. Struggeln wir mal hier nicht. Nee, wir wiggeln ein bisschen, nicht strugglen. Okay, wir hängen. Aber immerhin sind wir aus der Traumwelt raus. Was sie am besten kann. Was kann ich denn am besten? Hängen. Oh, toll. Ich bin so lieb heute schon wieder. Ja, ja, das ist typisch. So, sie hängt da jetzt auch gerade am Generator. Freddy hat sie gefunden und die anderen beiden machen den anderen erst zu Ende. Alles gut soweit. Das Problem ist gerade nur, Zero, komm nicht auf uns zu. Das könnte böse ausgehen. Ich habe Angst. Oh, es hat gerade so noch so geklappt. Lauf. Wow, er hat mich schon wieder. Hui. Gute Nacht, Ibims Hackfleisch. Gute Nacht. Alles klar, dann schlaf schön, Ibims Hackfleisch. War toll, dass du dabei warst. Endlich mal ein bisschen mehr Aktivität hier im Chat. Ich kann auch noch was schreiben, warte. Ja, weil vorhin, als ich mit Flo gespielt habe, da war ja so zeitlang irgendwie gar nichts los. Ja, ich meine, es ist ja auch schon 2.59 Uhr, also... Ja, ey, ne, es ist echt schon echt spät. Huhu, schreibt er. Na Mensch. Dann krieg ich jetzt hier mal einen Skillcheck. Aufwecken ist natürlich auch eine gute Variante. Nachts sowieso nicht schlafen. Ich bin voll der nachtaktive Mensch. Nicht mich heilen. Schlechte Idee. Ich bin weg. Ciao. Oh fuck, zu spät. Ich wollte doch weggehen. Ist er noch hinter mir her? Nee, tatsächlich nicht. Hey, bleib mal stehen, Mac. Oh Gott, Mac rennt weg. Mac? Ja, sehr gut. Hallo, Mac. Mac hilft uns. Sehr gut. So, ich mach mal hier oben den Generator weiter. Ich glaube, damit bin ich gerade am nützlichsten. Gegen welchen Killer spielst du am... also nicht am... Also magst du nicht spielen? Gegen welchen Killer hast du? Also boah, gegen ihn zu spielen. Das ist schwierig. Ich glaube, am meisten hassen tue ich die Krankenschwester, wenn sie jemand richtig gut spielen kann. Das ist nämlich richtig schlimm. Na dann... Musst du dir Dead by Daylight für PlayStation kaufen, weil da gibt's keinen, der sie gut kann. Hui. Mensch, immerhin haben wir den Generator noch fertig gekriegt. So, hier hinten war auch fertig. Hier da drüben war, glaube ich, auch schon angefangen. Wenn da nicht wieder Schrott gemacht wurde. So, Person dort hinten, halte durch, bitte. Oh wow, okay, aber Freddy ist da hinten. Ich gehe mal auch Richtung Haken. Ich beeile mich. Ich eile. Ich bin nur langsam, ich bin verletzt. Ich komme.
Weil ich muss ja auch noch Leute heilen, fällt mir gerade so ein. Oh wow, es ist ganz schön nah dran. Wir müssen, glaube ich, hier dringend weg. Hui. Trifft deine Wahl, gefährdet. Oh wow, was ist das denn? Trifft deine Wahl. Kennt das jemand? Das ist, glaube ich, wenn du jemanden abhängst, dann sieht der Killer, also wenn du ihn abhängst, dann sieht der Killer, wo du kurz rumläufst, glaube ich. Ah, okay. Ich höre Freddy auch schon wieder. Der sieht dich dann rot. Ja, leuchten, fuck. Kurz. Ich habe sie aber fast geheilt gekriegt. Wow, der ist wieder hinter ihr her. Ernsthaft? Obwohl, das bringt jetzt hier gerade in der Traumwelt gar nichts. Oh nein, die Person ist schon wieder down. Oh nein, das wollte ich nicht. Oh, es tut mir leid. Ich dachte, wir haben noch mehr Zeit. Das Problem ist, ich sehe auch gerade die andere Person nicht. Hey, yo, helf mir mal. Bitte. Danke, Zero. So, die Person... Was würdest du ihnen ohne deine Abonnenten tun? Sterben. Was? Oder hacken. Hacken wieder wahrscheinlich. Oh fuck, er hat mich gefunden. Das ist ja ungünstig. Oh, die Palette ist weg. Ernsthaft jetzt. Sehr ungünstig. Ah ja, genau, das ist, wenn der Killer weit genug weg war. Stimmt. Trifft deine Wahl, sagt dafür, wenn der Killer weit genug weg abhängt, dann mit einem Schlag innerhalb von 60 Sekunden. Ah, das ist ja geil. Ah ja, das habe ich falsch gesagt. Sorry. Habe ich aber auch noch nie so richtig mitgekriegt. Also als Killer, ich habe den Perk noch nie gefunden. Also für mich. Ich glaube, das ist vom Schwein. Ah, Tag. Shit. Das war nicht so gut. Da. Nicht so gut. Vor allem, ich hau die Tasten hier schon voll, bevor überhaupt irgendwas passiert. Vor allem, ich weiß genau, dass der Haken hier ist. Macht nicht mal wirklich Sinn. Na gut, wir haben es versucht. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht mehr, dass wir hier rauskommen. Das ist aber nur so eine Idee. Haben wir immer zwei Generationen? Oh ne, eine. Einen noch, ja. Mittlerweile ist es nur noch einer. Eine für mich angegangen. Und es ist auch jemand am Generator dran. Ich sehe leider nicht, wer es ist. Oh, fuck. Fuck. Bist du tot? Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich habe gerade die Hand gewechselt und wollte mit meiner rechten Hand die Leertaste spammen und habe dann erstmal B und N. Der Gesicht, das ist in der Facecam legendär. Oh Mann. Vor allem gerade der Generator noch fertig geworden. Wie ärgerlich ist das denn bitte? So, ein Ausgang wird geöffnet. Oh nein. Zero hat Probleme. Ich hoffe, er überlebt wenigstens. Ja, hier ist leider keine Palette mehr. Das Problem hatte ich auch gerade. Das war nicht so gut gedreht. Leider Raum verloren. Klingt gerade wie ein Fußballspiel. ungünstig. Aber Rettung naht. Hippe. Was? Hippe Benen? Lies ich das richtig? Ist aber auf dem Weg. Ach, das ist das Totem, was ich machen wollte. Aber ich war ja in der Traumwelt. So. Viel Hilfe ist da leider nicht mehr zu erwarten. Ach man, wie ärgerlich. Was für eine doofe Runde. Oh, nur weil ich mich so doof angestellt habe. Hä, hey, ganz ehrlich, warum teabagst du denn jetzt hier? Ja, wie? Der Person oder was, teabag? Ja, hier, Hipper. Ja. Verstehe ich, irgendwie gar nicht. Weißt du, der anderen Person nicht helfen? Aber dann, was bedeutet das? Soll das jetzt heißen, tut mir leid, dass ich dir nicht helfe? Oder heißt das... Juhu, ich bin entkommen. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, aber ich mache das auch, wenn ich spiele auf der PlayStation, dass ich so von wegen sorry oder so. Ich weiß es nicht. So, den Todeskampf kann ich mir nicht länger antun. Ich find's zu traurig. Ich muss wegsehen. So, wie sehen denn unsere Punkte aus? Ja gut, schlecht wie zu erwarten. Aber durch unsere Opfergabe haben wir es eigentlich ganz gut hingekriegt. Aber wir verlieren wieder einen Pip. Hit, ich sollte ins Bett gehen. Aber ich finde das neue Rangsystem auch echt schwer, also... Ja, es ist nicht mehr so leicht, ne? Du musst wirklich alles geben, ja, um da irgendwie auch was hinzukriegen. Nur Punkte sammeln ist einfach nicht mehr. Ja, früher bei 10.000 Punkte hast du einen Hit bekommen und jetzt fühlt sich das auch nicht mehr. Jetzt, ja, wirklich, jetzt kannst du 19.000 Punkte haben und kriegst trotzdem keinen. Oh, das wollte ich eigentlich gar nicht, aber... Das ist halt echt krass. Oh, wir haben keine Punkte mehr, wir haben nur noch 17 Punkte. Nee, gar nicht. Sie ist einfach rausgerannt.
Sie ist einfach rausgerannt, tatsächlich. Es war ein trauriger Anblick.